Ich lade euch herzlich ein. Bitte schaut vorbei, live, wenn ihr nichts zu tun habt oder beim Frühstück, wenn ihr mit euren Frauen und euren Kindern einfach einmal nicht reden wollt. Frühstückt, nimmt das Tablet, nimmt das Handy und schaut rein in seinen Kanal in FAIR, F-A-1-R. Peace. Nur ein kleines kurzes Video. Eine Vorankündigung. Der André hat es ja schon mal in seinem Kanal gesagt. André von FAIR, ich verlinke ihn hier. Der macht ja immer sehr informative und sehr interessante News, immer am Samstagvormittag um 10 Uhr. Dauert meistens eine Stunde. Mit der, wie hat er letztens gesagt, meistens geht es ein bisschen später los, weil er sehr viele technische Probleme hat. Und so, das ist diese Gentleman-Viertelstunde, die einfach mal so vergeht, bevor es dann richtig losgeht. Und naja, Viertelstunde ist ein wenig viel, aber so 5 Minuten sind es, aber das ist bei Live meistens so, dass irgendwas nicht hinhaut, das habe ich ja selber auch schon mitgekriegt. Und ich habe mich da selber eingeladen. Ja? Ich habe einen André geschrieben, weil der wohnt ja jetzt nicht so weit weg von mir. Das schaffe ich sogar mit einer Akkufüllung hin und zurück. Ja? Und da habe ich gesagt, Mensch André, ich möchte mal über die Schulter schauen. Ja, und ich möchte mal sehen, wie macht er das so. Ich finde ja die News, die er macht, das ist ja ein Riesenaufwand. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an und beglücke ihn mit meiner Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob er sehr erfreut ist drüber. Geschrieben hat er auf jeden Fall, er freut sich drauf, er findet es toll. Und ich glaube, das wird ganz lustig. Es wird News geben, aber ich glaube, dass es ein bisschen anders ausschauen wird wie seine üblichen News. Das hat einfach was mit mir zu tun. Ja. Und ich lade euch herzlich ein. Bitte schaut vorbei, live, wenn ihr nichts zu tun habt oder beim Frühstück, wenn ihr mit euren Frauen und euren Kindern einfach einmal nicht reden wollt. Frühstückt, nehmt das Tablet, nehmt das Handy und schaut rein in seinen Kanal in FAIR, F-A-1-R. Und dann sehen wir uns vielleicht. Und wenn nicht, dann nicht. Aber dann braucht ihr euch nicht beschweren, dass ihr ein wirkliches Highlight verpasst hat für den Samstag. Cannonball war gestern. News mit FAIR und Focker ist am Samstag, den 24.11. So kurz vor Weihnachten ist das einfach ein schönes Geschenk fürs Internet. Servus, sagt Locker. Euer FAIRer Focker.